Ende November 2013 sind die Berge um Bellinzona bereits schneebedeckt, während die Burgen mit ihren scharfen Silhouetten die frische Luft des nahenden Winters herauszufordern scheinen. Auf einem der Hügel, umgeben von einem schattigen Park, erwartet das Museum der Villa dei Cedri den Besuch eines großen Malers, Mario Comensoli. Die Ausstellung in den vornehmen Sälen wurde von Pietro Bellasi gestaltet, der diesen Tessiner Künstler außerordentlich schätzt. Für die Ausstellung in der Villa dei Cedri hat Bellasi einen vielsagenden Titel geschaffen: Those Lives That Go. Sehr passend für die Comensoli-Gemälde, in denen die Stunden des Lebens einer von Drogen und Verzweiflung geprägten Jugend zu schnell vergehen. Eindrücke, die sich auch in den Eintragungen des Gästebuches widerspiegeln und die vom Erlebnis berichten, das die Gestaltungskraft von Mario Comensoli hinterlässt. Zunächst begegnet der Besucher der großen Leinwand Die Schmuggler, einem Bild, das in seiner Strenge den Formen der École de Paris entspringt. Dann der große Sprung zum Realismus. Das dramatische Gemälde Das Kind hält für den verwaisten Sohn des Luganeser Stadtteils Molino Nuovo die nie ruhenden Erinnerungen an seine gequälte Kindheit wach. Der Zyklus Lavoratori in Blue, Workers in Blue, erzählt die Lebensgeschichten der italienischen Emigranten aus den 50er Jahren. Charaktere, die vor monochromem Hintergrund mit einer kraftvoll plastischen Monumentalität in Erscheinung treten. In seinem gesamten Lebenswerk wendet sich der Künstler dem prekären Dasein sozial geächteter junger Menschen zu. Junge Menschen, zu denen sich Comensoli hingezogen fühlt und mit denen er eine tiefe emotionale Verbindung eingeht, die er mit seinen Mitteln sichtbar macht. Mit den Worten von Silvia Evangelisti, eine sentimentale Bindung an eine Welt aus Gewalt und Poesie, Freiheit und Verdammnis, Reinheit und Perversion. Es wäre jedoch oberflächlich, Comensoli als einen Moralisten zu betrachten. In einem Museumsraum wird zum Beispiel ein Werdegang dokumentiert, der vom anfänglichen Realismus über die Zäsur von 1968 zu einer chromatisch-dynamischen, von der Pop-Art beeinflussten Begeisterung führt und beim Zyklus Disco Virus und der Kinoreihe endet, in der eine satirische Attitüde sichtbar wird, die sich über die Selbstverliebtheit der Hollywood-Diven mokiert. Kehren wir zurück zu den 80er Jahren, zur alternativen Welt der Punks, die Mario Comensoli zunächst als Hoffnungsträger sieht. Zu einem Comensoli, der mit neuen chromatischen Techniken den Zyklus der No Futures erzählt, Geschichten von Jugendlichen, die ihre Subkultur in Zürich nach eigenen Regeln lebten. Zu sehen ist eine Schau halluzinierender Figuren, die mit ihren irokesefarbigen Frisuren und ihrem Lumpen-Dandytum wie Vogelscheuchen auftreten. Es sind Verlierer, die in respektlosen Tänzen um das Lagerfeuer der Dogmen die Regeln ihrer Väter paraphrasieren. Ihre Fröhlichkeit ist fragil, denn ihre leeren Augen sehen nur ein Leben ohne Zukunft. In Zürich mischen sich junge Demonstranten, die ein autonomes Jugendzentrum fordern, und rufen, dass sie die hermetische Polarkappe über der Stadt zum Einsturz bringen werden, mit jenen, die Tag und Nacht auf der Jagd nach dem nächsten Schuss sind. Jugendrevolten und Drogenabhängige jagen mitten in der Stadt Utopien und Träumen nach. Es ist offensichtlich, schreibt Pietro Bellasi im Ausstellungskatalog, dass der Veränderung der gesellschaftlichen Aufforderungen, in die Mario Comensoli wie nur wenige Künstler seiner Zeit eintaucht, eine veritable genetische Mutation folgt, deren Werdegang wir in dieser Ausstellung nachgehen wollten. Aber das Werk, so Bellasi weiter, ist vor allem ein großzügiges Geschenk von Mario Comensoli.
der Versuch einer eigenen Sprache und eines eigenwilligen Stils. Ein Geschenk einer anstrengenden und auch oft leidvollen Erforschung, um das Schicksal einer Generation zu erfassen, die das Establishment mit Gleichgültigkeit und Vergessenheit endgültig bestrafen wollte. Eine Dokumentation in den oberen Etagen der Ausstellung bettet die Entwicklung der Malerei von Mario Comenzoli in die Zeitläufe seiner Schaffensperioden ein. So wird beinahe ein halbes Jahrhundert in Erinnerung gebracht, das die Fantasie von Mario Comenzoli mit Eindrücken und Ereignissen genährt hat. Ein Lebensweg, der im Realismus seinen Anfang nimmt und sich immer mehr der Symbolik zuwendet, immer auf der Suche nach den Tiefen des Lebens.